Wien ist weltoffen? Wohl nicht so ganz. In der Buslinie 92 kommt es jetzt zum Rassismus-Eklat zwischen zwei Männern. Wenn ich rassistisch angegangen werde, darf ich einen Beweis davon machen. Sie haben gerade gesagt, Sie, ich darf es, wenn ich rassistisch angegangen werde. Ich darf es, wenn ich rassistisch angegangen werde. Ich bin Österreicher. Trotzdem sind Sie auf mich angegangen. Nein. Entschuldigung, ich habe mehr als genug Beweise. Wenn Sie so alt genug sind, dann lassen Sie das bitte und beenden die Diskussion. Nein, es tut mir leid, wir sind im 21. Jahrhundert. Ich habe es erklärt, er ist verstanden. Ja, wir sind im 21. Jahrhundert. Ich lasse mich nicht rassistisch runtermachen, wenn ich ein stolzer Österreicher bin. Ich lasse mich nicht runtermachen. Sie, mein Herr, sind kein Österreicher, Sie sind eine Schande für dieses Land, dass Sie gerade gemeint haben, dass Sie noch Katzenfutter für mich haben. Sie sollten sich schämen, Ihre Generation. Sie ist eine Schande. Sie sind eine Schande für Ihre Generation. Und ich bin trotzdem stolz auf mich, dass ich mich so halten kann. Halt ruhig, Frau! Der junge Mann mit Migrationshintergrund lässt den verbalen Angriff nicht auf sich sitzen und versucht jetzt, den Mann über Facebook zu finden, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen.